knallbunt. Ein Paradies für Taucher. Tausende verschiedene Fische. Korallenriffe sind die buntesten Ökosysteme auf unserem Planeten. Das Zusammenspiel zwischen tausenden Arten ist hier perfekt aufeinander abgestimmt. Und das, obwohl praktisch jedes Riff eine eigene Welt für sich ist. Viele Arten leben dort endemisch, also nur in einem ganz bestimmten Riff. Und wie groß die Vielfalt ist, zeigen auch die Zahlen. Korallenriffe bedecken etwa nur ein Tausendstel des Meeresbodens, beheimaten aber etwa ein Drittel aller bekannten Meereslebewesen. Bis zu 1 Million verschiedene Arten können dort zu Hause sein. Aber weil dieses Gleichgewicht eben so perfekt abgestimmt ist, haben die Riffe ein Problem. Sie sind anfällig gegenüber Veränderungen. Und die globalen und menschengemachten Veränderungen gehen den Korallenriffen einfach viel zu schnell. Klimawandel, Überfischung und die Verschmutzung der Meere. Das alles stresst die Korallen. Im schlimmsten Fall sterben sie ab. Ohne sie bricht aber das ganze Ökosystem zusammen. Denn die Korallen bilden die Grundlage für das Zusammenleben. Sind unsere Riffe überhaupt noch zu retten? Das schauen wir uns jetzt an. Im Juli schalteten sich 1200 Forschende aus der ganzen Welt zusammen, um über die Zukunft der Korallenriffe zu sprechen. Die Uni Bremen richtete das 14. International Coral Reef Symposium aus. Die Fachleute haben gemeinsam eine Handlungsempfehlung entwickelt. Die UN-Konferenz zur Biodiversität und zum Klimawandel in diesem Jahr seien nach der Ansicht der Forschungsgruppe entscheidend. Wenn wir unser Verhalten weltweit nicht in diesem Jahrzehnt ändern, werden nahezu alle Riffe in wenigen Jahren so aussehen. Die Korallen bleichen aus und werden zu fahlen Skeletten. Und die Riffe damit zu traurigen Friedhöfen. Leider sieht es auch heute schon schlimm aus. Ein Drittel aller Riffe weltweit ist schon verloren. Weitere 40% sind massiv bedroht, sagen die WissenschaftlerInnen. Selbst wenn wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen können, werden wohl zwischen 70% und 90% dieser unglaublich schönen Lebensräume einfach verschwinden, mit all ihren Bewohnern. Bei einem Temperaturanstieg von 2 Grad wird nach dem heutigen Stand nur ein einziges Prozent der Riffe übrig bleiben. 1%, wie das schon klingt. Das ist krass, oder? Aber noch gibt es zum Glück Hoffnung. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und auch wenn der Erhalt solcher einzigartiger Unterwasserlandschaften eigentlich schon Grund genug ist, etwas zu ändern, es steht noch mehr auf dem Spiel. Zum Beispiel schwächen Korallenriffe die Wellen unserer Ozeane um bis zu 90% ab, bevor sie auf die Küste prallen. Ohne diese natürlichen Barrieren werden wohl Sturmfluten an vielen Küstenlandschaften deutlich schwerwiegender. Um das ganze Ausmaß der Katastrophe verstehen zu können, müssen wir uns anschauen, wie ein Riff funktioniert und in welchem Moment es nicht mehr funktioniert. Gehen wir dazu mal auf Tauchstation. Zerbrochene Liebe und Hitzestress. Auch wenn sie im ersten Moment nicht so aussehen. Korallen sind Tiere, Nesseltiere um genau zu sein, und damit mit den Quallen verwandt. Allerdings sind sie im Gegensatz zu den Quallen sesshaft, schwimmen also nicht herum. Und sie gehen mit bestimmten Algen einen Deal ein, leben also in einer Symbiose. Bedeutet, die Wasserpflanze zieht in der Außenhaut der Koralle ein. So ist sie besser geschützt. Dafür versorgt die Alge die Koralle mit Nährstoffen, die sie wie andere Pflanzen mit Photosynthese herstellt. Und noch einen Effekt hat diese Partnerschaft. Nur durch diese Algen leuchten die Riffe in allen Farben. Denn die Koralle selbst ist nicht bunt. Wart ihr schon einmal an einem Korallenriff? Dann schreibt es uns doch gerne unten in die Kommentare. So ein Riff besteht vor allem aus den Überbleibseln von tausenden Kalkskeletten, auf denen immer und immer neue Korallen wachsen. Genau deswegen wuseln da auch alle möglichen anderen Lebewesen rum. Schildkröten, Fische, Wasserpflanzen und so weiter. Das Zusammenleben funktioniert. So ein Riff ist praktisch wie eine riesengroße WG. Soweit, so gut. Auch wenn mal bei Stürmen oder einer Hitzewelle Teile beschädigt oder zerstört werden, bleibt doch das Gleichgewicht stabil. Ein gesundes Riff kann sich in relativ kurzer Zeit wieder erholen. Relativ kurze Zeit heißt hier so in etwa 4 bis 5 Jahre, bei Riffen nahe der Meeresoberfläche. Bei tieferen sind es bis zu 10 Jahre. Naja, zumindest solange die menschlichen Einflüsse wegbleiben. Denn zerstört etwas die Regeneration, dauert es deutlich länger, zeigt eine Studie der Arizona State University. Das Problem, heute hat der Mensch eben überall einen Einfluss auf die Meere.
Die Versauerung der Meere zum Beispiel trifft auch Gewässer, die hunderte Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt sind. Über das Thema Versauerung hat Viktor hier auf dem Kanal auch schon mal ein Video gemacht. Gemeinsam mit Marcel von Tektastisch. Das findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Ein zweites globales Problem, die Erwärmung des Wassers. Korallenriffe liegen überwiegend in den Tropen und Subtropen. Dort ist das Wasser ohnehin ziemlich warm. Steigt die Temperatur aber zu stark, passiert Folgendes. Die Algen in den Korallen produzieren einen Giftstoff und ihr Wirt, also die Koralle, stößt sie ab. Zurück bleibt nur der Körper der Koralle und seine Kalkhülle. Eine Weile kann die Koralle so weiterleben, allerdings fehlen ihr auf Dauer die Nährstoffe und sie stirbt. Nur wenn sich bald wieder eine neue Alge ansetzt, kann sie sich erholen. Solche Unterwasserhitzewellen gibt es in den letzten Jahren immer öfter, auf der ganzen Welt. Sie zerstören die lebenswichtige Beziehung zwischen Alge und Koralle und bedrohen damit das gesamte System. Noch mehr Stress. Mit Versauerungen und Hitzewellen ist es aber noch nicht vorbei. Leider gibt es eben noch mehr menschliche Einflüsse, die dafür sorgen, dass die Riffe unter Dauerstress stehen. Überfischung greift in das natürliche Gleichgewicht von Raubfischen und Beute ein. Schlecht für die Bewohner des Riffs. Müll, wie zum Beispiel herumtreibende Fischernetze, kann Schaden an den Korallen anrichten. Genauso Chemikalien. Wird Düngemittel ins Meer geschwemmt, vermehren sich zum Beispiel Algen über den Riffen und lassen zu wenig Licht an den Meeresboden. Die Hilfsalgen der Korallen bekommen dann zu wenig Sonnenlicht ab, für ihre eigene Photosynthese. Ein spezielles Gift bringen wir tatsächlich sogar selbst schnell in Umlauf. Oft, weil wir es nicht besser wissen. Sonnencreme kann ein echter Riffkiller sein. In Hawaii sind deshalb einige Inhaltsstoffe schon verboten. Dazu gehören vor allem chemische Filter wie Oxybenzone oder Octinoxate. In mineralischen Sonnencremes können außerdem Nanopartikel stecken. Das muss in Deutschland aber in den Inhaltsstoffen angegeben sein. Hinter der Zutat zum Beispiel Titandioxid oder Zinkoxid steht dann in Klammern Nano. Und auch die können den Organismen in Korallenriffen schaden. Natürlich können wir nicht komplett auf Sonnencreme verzichten. Aber für viele Meeresbewohner ist es besser, wenn wir eher auf Sonnenfilter ohne Nanopartikel setzen. Auch wenn die langsamer einziehen und wir dafür ein paar Minuten im Schneemann-Look rumlaufen. Bleibt noch die Frage, wenn die Riffe rund um die Welt so sensibel auf Veränderungen reagieren, können wir das Korallensterben dann überhaupt noch aufhalten? Also, alles verloren? Tatsächlich sieht die Situation gerade ziemlich düster aus. Aber zum Glück ist nicht alles zu spät. Noch nicht zumindest. Nach der International Coral Reef Society bleibt noch etwas Zeit, um gegen das Korallensterben vorzugehen. Die Forschungsgruppe sagt, es sind vor allem drei Säulen wichtig. Erstens die Bedrohung durch den Klimawandel eindämmen. Dazu sollen vor allem weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Aber auch Seegraswiesen und Mangrovenwälder in der Nähe zu den Riffen sollen wiederhergestellt werden. Die haben nämlich einen positiven Effekt auf die Korallen. In Sachen Klimaschutz bauen die Forschenden vor allem auf die Klimakonferenz der Vereinten Nationen im Herbst. Sie soll ehrgeizige Verpflichtungen setzen, um die Erderwärmung zu verlangsamen. Zweitens, die Bedingungen vor Ort verbessern. Wie wir vorhin schon gesehen haben, nicht nur der Klimawandel bedroht die Riffe. Die Ausbeutung und Verschmutzung der Meere sind ebenso ein Problem. Streng kontrollierte Schutzgebiete müssen her, geht es nach der International Coral Reef Society. Darin könnten sich Fischbestände erholen und mit ihnen die Korallenbänke. Die Konzepte dafür müssen zwischen nationaler und lokaler Ebene abgestimmt sein. Also das heißt, der Fischfang müsste ebenso kontrolliert werden wie die Landwirtschaft und Abfallentsorgung. Dass ein gutes Management Erfolge bringen kann, zeigen Beispiele wie Guam, Hawaii oder Palau. Die Riffe dort konnten sich mit den verschärften Maßnahmen etwas erholen. Zum Schluss die dritte Säule. Investitionen in die Wiederherstellung von Riffen. Teilweise sind die Korallenbänke schon so zerstört, dass sie sich nicht mehr auf natürlichem Weg erholen können. Deshalb versuchen die Fachleute vorsätzlich neue Korallen anzusiedeln. Und zwar gezielt widerstandsfähige Arten. Manche Korallen halten nämlich auch bei höheren Temperaturen ihre Ernährungsalgen bei sich. Andere trotzen Stürmen und Wellen besser. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr, um unsere Korallenriffe zu retten. Da sind sich die WissenschaftlerInnen einig. Am Ende dieses Jahrzehnts könnte es für den allergrößten Teil schon zu spät sein. Wenn wir uns aber noch ehrgeizige Ziele setzen, können wir zumindest einen Teil dieser Ökosysteme erhalten. Dazu gehört, Überraschung, wir müssen die Klimaerwärmung aufhalten. Aber auch andere Umweltsünden müssen eingestellt werden, besonders an den Küsten vor Ort. Das müssen wir als Weltgemeinschaft, aber auch jedes Land für sich. Was können wir als VerbraucherInnen ändern? Besonders wenn wir in der Nähe eines Riffs baden gehen, aber auch sonst, sollten wir auf umweltfreundliche Sonnencremes setzen.
Und auch beim Klimaschutz und dem Müllproblem können wir persönlich unseren Teil dazu beitragen. Welche Verantwortung zum Beispiel Deutschland im Klimaschutz trägt, könnt ihr in diesem Video hier erfahren. Und wenn ihr Tipps wollt, wie ihr euer eigenes Leben nachhaltiger gestalten könnt, klickt gerne mal hier. Ansonsten geht es hier bei Klimaneutral wie immer nächste Woche weiter. Bis dahin, macht's gut.